So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Ich habe mir nochmal deutsches Double Masters rausgepackt, einfach weil es gab deutsches Masters Set. Ich weiß gar nicht, wann kam das raus? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? 2020. Okay, 2020 kam das raus. In Deutsch. Und da sind ein paar richtig coole Hits immer noch drin. Gucken wir uns mal an, was wir so haben. Kein Kompass, kein Problem. Hammer. Hautflügel. 4 Mana, lebendige Waffe, die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 2 plus 2 und Flugfähigkeit für 6 Mana ausrüsten. Okay, nicht bad. Kosilex Jäger, 4 Mana 3-3. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man 2 0-1 farblose Eldrazi-Spielsteine mit Opfern. Man kriegt ein farbloses Mana. Gedenke der Gefallenen, die spiele ich sogar im Commander. 3 Mana Hexerei, man bringt eine Artefakt oder eine Kreatur zurück auf die Hand und oder beides. Wunderschön. Expedition Map. Ihr seht, was ich meine. Klasse Karte. 1 Mana, 2 Mana tappen, opfern. Man durchsucht sein Deck nach einer Landkarte, nimmt sie auf die Hand, mischt dann aus sein Deck. Klasse Karte. Brainstorm. Gedankenwirbel. Weiß wäre schön. Ein blaues Mana. Man zieht 3 Karten, legt danach 2 Karten in seine Hand um sein Deck. Schwerste Karte im Legacy, meiner Meinung nach. Waffenschub. Eine Kreatur, die man kontrolliert, kriegt bis 1 bis 0. Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Für 2 Mana kriegen das alle Kreaturen, die man kontrolliert. Richtig gute Karte. Grimmiger Empath. 3 Mana 1-1, wenn sie Spielweg kommt, durchsuchen sie direkt nach einer Kreaturenkarte mit Mana-Kosten 6 oder höher und nehmen sie auf die Hand. Mischen danach unser Deck. Richtig cool. Vergrößerungsglas. Ist das ein Auge? Das ist ein Auge. Ach du Scheiße. 3 Mana tappen für ein farbloses oder 4 Mana tappen, man stellt Nachforschung an. Man bekommt also einen Hinweis, Artefakt-Schein, also einen Clou, den man opfern kann, um eine Karte zu ziehen. Schweißdorf. 0 Mana Opfer den Schweißdorf regenerieren, Artefakt. Meroden Zeiten. Beste Zeiten. Mishras Fabrik. Wir sind schon bei den Ankams. Mishras Fabrik. Tappen für ein farbloses oder 1 Mana. Da wird es ein 2-2 Montagearbeiter, Artefaktkreatur, zum Ende des Zuges. Und Tappen, die kriegt ein Montagearbeiter, kriegt plus 1 zu 1. Meiner Meinung nach das beste Manland, auch weit besser als Mutra Vault, weil es einfach im Block eine 3-3 ist. Schwefelsalve. 3 Mana. Fügt einem Ziel 3 Schadenspunkte zu mit Morbide, also wenn diese Zug eine Kreatur gestorben ist, machen wir stattdessen 5 Schaden. Okay. Und unser Rare ist Isochronzepter. 2 Mana mit Einprägen. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegen wir eine Spontanzauberkarte aus unseren Mana kosten 2 oder weniger ins Exil. 2 Mana tappen, können wir halt den exilten Zauber, den wir damit exilt haben, casten, ohne ihre Mana-Kosten zu zahlen. Geil. Geil, geil, geil. Und, oh ja, stimmt, hier waren ja 2 drin. Risk the Rehabilitation. Der Rehabilitierte. Ich kann es ja jetzt auf Deutsch sagen. Ein grün-weißes 1-1. Für 3 Mana tappen kriegt man einen 1-1 grün-weißen Elfen-Kreaturenspielstein. Und für 6 Mana tappen kann man eine Kopie von jedem Kreaturenspielstein erzeugen. Richtig krass. Wolkenlaser-Sphinx. Ich habe übrigens noch nie erlebt, dass hier eine Foil-Rare rausgezogen wurde, by the way. Auch wenn man theoretisch 4 Rares hätte haben können, aber ich habe bisher noch nicht erlebt, dass mehr als 2 Rares in dem Booster drin waren, tatsächlich. Wolkenlaser-Sphinx. 5 Mana, 3-4 fliegend. Wenn sie ins Spiel kommt, wendet er sich 2 an. Dies Foiling ist echt krass. Und übernatürliche Ausdauer. Ein schwarzes Mana, eine Kreatur kriegt plus 2 plus 0. Und wenn die Kreatur stirbt, kommt die unter der Kontrolle des Besitzers ins Spiel zurück. Und derselbe Token. Ja, das war das Double Masters Booster. Ich mag Double Masters, auch wenn es doppelt so teuer war. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.